Bescheidenheit beiseite. Ich kenne das Wort Bescheidenheit nicht. Muss ich erst Ja, nachschlagen. Scheide. Muss ich erst nachschlagen. Man darf auch mal stolz Bei auf einer sich Scheide sein. muss man auch nachschlagen manchmal. Das ist ja alles genauso, wie es sein muss. Sagt sich nur schief vor den Gags, weißt du? Danke, das Mikrofon meinst du, ja. Witzig. Oh, da sind ja sogar Leute anwesend. Ach, ihr auch schon hier. Wir haben euch gar nicht erwartet heute. Die hören vielleicht noch Störgeräusche, weil ich hier gerade noch am Mikrofon rumfriemel. Aber ja, macht es euch doch bequem, setzt euch hin, macht die Hose auf und ja. Trinkt einen Tee bei dem kalten Wetter. Also heute ist Samstag und da ist es regnerisch und nicht so warm, finde ich. Also draußen, wenn du läufst, geht's, aber so wenn du drin sitzt, ist es schon ein bisschen kühler. Willst du gerade Kritik an meiner Wohnung hier äußern? Ja, das ist bei mir in der Wohnung ganz genauso. Auch da ist ein bisschen kühl. Ich kann dir auch ein Rheumadeckchen holen. Ah, ich kann auch meine Jacke holen. Guck mal hier. Tino holt sich die Jacke. Was Zack, was steht da drauf? Ein Gott. Kein Gott. Kein Gott. Ach, kein Gott, kein Staat. Genau. Das musst du mir mal jetzt erklären. Ja. Weil das ist ja de facto eine Lüge, weil Gott steht ja in der Bibel existiert und Staat gibt es ja zum Beispiel Ukraine. Das ist ja dann hört es schon auf bei mir. Das ist ja jetzt kein Faktenaufzählen, das ist ja eine Forderung. Mhm. Man will keinen Gott und keinen Staat. Also den Gott wegmachen. Abschaffen quasi. Und wie geht man das an, den Gott wegmachen? Na, nicht dran glauben, der ist ja darauf angewiesen, dass man an ihn glaubt. Wenn du nicht mehr an ihn glaubst, dann ist er weg. Das ist wie die Zahnfee. Geht das auch bei nervigen Verwandten? Im Grunde genommen ja. Okay. Wenn du sie einfach ignorierst und du sie nicht wahrnimmst, sind sie faktisch nicht da. Mhm. Wie Omas, die einen sexuell belästigen zum Beispiel. Okay. Die sind dann einfach nicht mehr da. Sehr gut. Die passen mich gerade nicht an. Das hätte ich letzte Woche wissen müssen. Ich habe keinen Finger in meinem Anus. Nein, nein, nein. Das ist alles nicht wahr. Schön. Oh, warte. Also, Leute, hallo. Ich habe euch ja gar nicht mitgekriegt. Auch wenn wir euch schon erwähnt haben. ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir berichten, was die letzte Woche passiert ist und machen Vergewaltigungswitze. Haha, lol. Na, wir nicht. Nur Tino. Nur ihr macht das. Ja, und wir sind Tinko und Rinko. So ist es quasi. Mit eigener Spotify-Playlist. Ich bin voll begeistert, dass wir jetzt auch schon Follower haben. Oh, ja. Es war letztens noch, waren es 11 oder so, als ich geschaut habe. Sie heißt der Brennholz Untermusik, Link in der YouTube-Beschreibung und bei Spotify suchen. Es sind jetzt... Die ist ja auch noch nicht so gefüllt, ne? Nee, wo steht's denn jetzt hier? Also die hat man recht schnell durchgehört. Jetzt sieht man es gar nicht mehr. Meine Bibliothek. Ja, es sind noch nicht viele Songs, aber pro Folge, die wir aufnehmen, kommen ja 2 Songs dazu mindestens. Ich weiß auch schon, welcher heute dazu kommt. Den habe ich nämlich vor einer Stunde erst gefunden. Ja. Weiß allerdings gerade den Künstler nicht, aber das werden wir schon rausfinden. Ich will mal am Ende erst erzählen, würde ich sagen, damit Leute gespannt sind. Alter, das wird so bubbern in ihren Unterhosen, die wollen das unbedingt wissen. Geil, aber vorher wird natürlich besprochen, was die letzte Woche passiert ist und da ist ja einiges passiert. Ich muss eins auch direkt noch reinschieben, was eigentlich letzte Woche war, aber es war am Abend der Aufnahme, soweit ich weiß. Also zählt das ja quasi in die nächste Woche rein, weil die Aufnahme war schon gelaufen und das ist der Release von dem Skate-Video Not a City von Friedrich, in dem ich zufälligerweise natürlich auch zu sehen bin, meinen coolen Skills. Du warst halt zufällig da und dann habe ich dich halt heimlich da gefilmt. Das wolltest du eigentlich gar nicht. Ja, und da war nämlich letzten Samstag großer Release im Lichthaus-Kino und es war echt voll. Also 130 Plätze im Saal, der war fast komplett gefüllt. Krass. Da waren echt Leute aus Jena und Erfurt da und so und das hat mich sehr gefreut. Und dieses Video, Not a City, Why Nah, wenn ihr das eingebt bei YouTube, findet ihr es auch, wenn ich eh wieder vergesse, den Link zu posten. Ja, Why Nah mit WHIGNAR. Da seht ihr ein 36-minütiges Skate-Video von allen Skatern in Weimar und das ist sehr schön. Das ist quasi wie so ein Doku-Film, ja, dass er gefilmt wird, wie er skatet und hinfällt und so. Weitestgehend über die Pandemie gefilmt halt und es war schon sehr geil. Also mit der Live-Reaction beim Publikum war schon richtig tight, muss ich sagen. Also es gab so einige Momente, wo die auch bei meinem Part echt gejubelt haben, so. Das war schon... Ja, Ego-Boost? Naja, also... Ja, komm schon. Naja, schon, aber es war halt einfach weird für sowas wie Skaten irgendwie da so in einem Kino, weißt du, das ist so irgendwie...
Es ist für viele Menschen beeindruckend. Also auch ich, wenn ich Menschen sehe, die das können, denke ich mir immer krass. Die haben echt keine Angst, sich ein Bein zu brechen und die Nase zu brechen. Ach, das wächst ja wieder zusammen. Ja, aber bis dahin ist es schmerzhaft und unangenehm. Also es gibt auch voll den Ego-Boost. Komm, ich kenne das doch. Ich kenne das auch von meinen Theaterpremieren oder so. Wenn auf einmal du dich verbeugst, dann rufen die Bravo oder so. Das ist schon, dass du denkst, geil. Ich weiß, es ist für mich auch kein, dass ich sagen muss, ich habe übelst was krass geleistet, weil ich immer schon gespielt habe und denke, es ist einfach für mich normal. Aber andere haben halt vielleicht nicht diese Connection und denken oder glauben halt, dass es ein mega Kunststück sei, was du da tust. Und das ist ja, musst du anerkennen, auch für dich mal anerkennen und zu sagen, muss es mal anerkennen. Lass mal deine, wie sagt man, Bescheidenheit beiseite. Ich kenne das Wort Bescheidenheit nicht, muss ich erst nachschlagen. Scheide! Muss ich erst nachschlagen. Man darf auch mal stolz sein. Bei einer Scheide muss man auch nachschlagen manchmal. Manchmal schon. Die sich nicht benimmt. Man darf auch mal auf sich selbst stolz sein und sagen, ja, ich habe was gemacht, was andere vielleicht nicht können und wenigstens einmal oder zweimal. Okay, schön. Dann sehr ist schön. Das so. Ja, kam auch auf Reddit sehr gut an, hat mich gefreut. So. Der ganze Film oder nur dein... Nee, Clips? Nicht den ganzen Film, das wäre ja uncool, den ganzen Film irgendwie auf einer anderen Plattform, aber hab die Leute dann halt rübergeschickt und gesagt, hier, lasst mal ein bisschen Liebe da und so, deswegen, wenn ihr euch annähernd für Skaten interessiert, lasst doch mal ein bisschen Liebe da. Ja. Wir müssen wieder den Nekrolog aufschlagen, es sind zwei Menschen verstorben. Einige, also wahrscheinlich wird der Nekrolog nicht reichen, du. Ja, so ganz, auf der ganzen Welt sind nur zwei Menschen gestorben. Stimmt, war eine ganz entspannte Woche. Und zwar einmal jemand, mit dem ich jetzt wenig Berührungspunkte habe, das ist Japans ehemaliger Regierungschef Abe oder AB, keine Ahnung. Wahrscheinlich Abe. Abe. Der ist nach, neue Likes bei, na ist egal, der ist erschossen worden von einem Attentat auf einer Wahlkampfveranstaltung und der war mal von, wo stand's? Der war lange Zeit Premierminister oder sowas. Für viele Jahre. Premierminister, also man muss das auch wirklich nochmal herausarbeiten, wie krass das ist, weil in Japan gibt es fast keine Waffengewalt. Deswegen hat der Typ, der ihn erschossen hat, zweimal in den Rücken, feiges Schwein, sich auch eine Waffe selber bauen müssen. Ich habe auch ein Foto davon, falls du das nicht gesehen hast. Ach nee, weißt du was? Die kommen trotzdem an ihre Waffen, auch wenn die Waffengesetze scharf sind. Die Waffe sieht halt literally aus wie meine Rohrbrille von Chet's Play. Ey, stimmt. Also es ist halt wirklich richtig Makeshift mit Panzertape und so zwei Rohre. Ist halt so eine Art Shotgun. Die nehmen dich doch fest jetzt die nächsten Tage. Die nehmen mich wahrscheinlich fest. Die japanische Polizei und sagt dann hier, wir haben in ihrem Stream die Waffe gesehen. Weg mit ihnen. Ja, und das letzte krasse Attentat auf einen Politiker in Japan war halt auch irgendwie in den 70ern und davor in den 30ern oder so. Also das ist wirklich ultra untypisch. Und dass der Typ dabei auch noch gestorben ist. Und war jetzt nicht die allergeilste Person, aber halt eine große politische strahlende Figur. So wie jetzt eine Merkel bei uns wäre. Ist halt schon eine krasse ungefähr, Dimension. Ja. Ist jetzt nicht so ein, ja, okay, Lübcke, wer war das denn so, weißt du? Ist natürlich jetzt, sorry, ja, Lübcke, aber du hast halt nicht den Fame von MCM. ja, aber ist schon so ein Merkel-Kaliber. Und das ist halt schon hart. Habe ich auch nachlesen können. Und es gibt ja echt eine Null-Toleranz-Politik, was Schusswaffen angeht. Und der war wohl auch eher rechtsgerichtet, der Politiker. Ja. Will ich jetzt gar nicht bewerten, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, aber jedenfalls war das ein riesiger Knall in Japan. Zwei sogar zwei Knälle. Und die andere verstorbene Person, da müssen wir auch wieder nach Japan schauen, ist nämlich der Yu-Gi-Oh!-Erfinder, Kazuki Takashi. Habe ich witzigerweise auch beides aufgeschrieben. Ja. Der Nekrolog wird trotzdem prall gefüllt sein noch diese Woche, Tino, weil die eine oder andere Sache hast du da vielleicht ausgelassen. Was aber bei dem anderen witzig ist... Er ist bei einem Tauchunfall gestorben, noch ganz kurz dazu. Der ist getaucht und ich kam nicht mehr hoch. Bitteschön. Witzig, das wusste ich nicht. Tagesschau halt, ne? Dieser Mann ist untergetaucht. Ja, kann man sagen. Ja, hart. Also das habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, das war so Altersschwäche. Er trug Angaben zufolge ein T-Shirt, eine Tauchmaske mit Schnorchel und Flossen, als er gefunden wurde. Vielleicht hat er gedacht, mit dem Schnorchel kann er unter Wasser atmen. Aber sie können auch noch nicht ausschließen, dass es ein Fremdverschulden ist oder ein Verbrechen. Also noch, also sie wissen nur, dass er... Hat mir eine Banane in den Schnorchel gesteckt. Letztens auch hier war es doch auch, dass irgendwo ein Kind gestorben ist in einem See. Und erst hieß es wäre ertrunken, aber eigentlich hat es irgendwie einen Anfall bekommen, ist daran gestorben eigentlich. Das heißt, nur weil ein Mensch tot gefunden wird im Wasser... Ist er nicht gleich daran gestorben? Ist er nicht gleich tot? Ist er mit oder an Wasser gestorben, ist die Frage, weißt du? Das stimmt. Ich glaube, das Wasser hat ihn ermordet.
Ja, denke ich auch. Heimtückische Absicht. Ja. Stille Wasser sind tief, ne? Hattest du mal Bezug zu Yu-Gi-Oh! Oder eher nicht so? Ja, also als es Mainstream war, so richtig groß, auf RTL 2 habe ich es geschaut, aber nur wegen meines Freundeskreises. Sie hatten alle Yu-Gi-Oh! Karten, habe ich mir aufgrund dessen auch Yu-Gi-Oh! Karten geholt. Ich habe es auch gespielt, habe auch mal irgendwie, als wir... Ich hatte auch Karten, die man hier nicht bekommen hat, so, aber irgendwie... Fälschungen quasi. Und es war irgendwie die Exodia als eine Karte und so, die aber, wo die Kinder immer gesagt haben, das giltet nicht, die ist nicht echt, die ist gefälscht. Dann direkt Schnauze eintreten. Habe ich die umsonst quasi gekauft. Und ja, das war für mich so ein Ding von, es macht mir keinen Spaß, aber irgendwie muss ich mich ja mit den Leuten beschäftigen können dort und die irgendwie manipulieren für meine Zwecke. Mhm. Und da habe ich halt diese Yu-Gi-Oh! Karten als mein Medium benutzt. Stark. Wie war es bei dir? Also ich finde erstmal, Yu-Gi-Oh! Ist auf jeden Fall das schlechtere Magic. Ja, das ist so Gameplay-mäßig, fallen Karten ganz cool, aber sonst nicht so ganz prickelnd. Aber bei Yu-Gi-Oh! Hatte ich das Geile, dass ich die so gesammelt habe, dass ich mir am Anfang so Karten geschenkt habe, haben lasse, lassen habe. Scheiße. Ich habe mir selbst Karten geschenkt anfangs. Ja, nee, also von anderen halt so, ey, hast du nicht irgendwelche über, die du nicht mehr brauchst, so. Mhm. Und habe dann so ein paar bekommen. Spar-Robin, schon. Und habe mich dann so richtig, das war der American Dream, den ich da gelebt habe, habe ich richtig hochgeduckelt, habe dann so immer eine gegen zwei getauscht und sowas und ne, eine schlechte gegen eine bessere und so. Mhm. Und so wurde meine Sammlung immer mehr, ohne dass ich einen Cent ausgegeben habe. Ja. Und ich glaube, das fand ich so geil, dass ich bis heute so lebe. Fast nicht ausgeben. Das hatte ich gedacht, hatte ich beeinflusst quasi. Ja, das war wirklich geil. Bei Magic habe ich das nicht gemacht, aber das macht ja auch mehr Spaß dann, ne? Ich meine, wenn du dir die Karten nur kaufen lässt, so und pro Pack 20 Euro oder Mark, was es früher mindestens war, und da waren vielleicht nur drei gute Karten dabei und das ist das alles so random, aber wenn du die ertauscht hast alle, ja, du kennst auch jede Geschichte, das macht doch viel mehr Spaß bestimmt. Das war wirklich geil, ey. Aber und die Serie, hast du die geschaut? Ja, ein bisschen, aber das fand ich so ein bisschen auch albern einfach, dass man das so dramatisch aufzieht. Also die kämpfen da mit digitalen Figuren irgendwie, die so beschworen werden und nehmen das so ernst. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Ja, dann führen sich gegenseitig irgendwie Leute ihre Geschwister und kämpfen dann mit diesen Karten darum. Ja. Das musst du echt mal parodieren, so als Mau Mau oder Skat oder so. Oder Uno und dann halt der große Film oder die große Serie. Und dann gibt es irgendwie einen Atomkrieg und Putin und Zelensky, Scholz und Biden sitzen dann am Tisch, spielen Mau-Mau-Karten, so übelst mit auch digitalen Effekten und so. Kreuzbube und sowas. Und dann am Ende macht Joe Biden Mau-Mau. Und dann gehen alle Atombomben in Russland hoch und alle anderen sterben. Schade. Wäre ein witziger Film. Also wenn hier draußen Menschen sind, die Drehbücher schreiben und die realisieren können, ist geschenkt, die Idee. Aber ich will auch ein bisschen Geld haben dafür. Was ich zu dem anderen Kollegen noch sagen wollte, der Herr Premierminister, da ist nämlich eine griechische Nachrichtensendung einem kleinen Meme-Getrolle auferlegen. Mhm. Sehr witzig. Ein uraltes Hideo Kojima-Bild wurde irgendwie rumgeschickt. Und weil der Typ am Anfang ja nicht identifiziert wurde, der Attentäter, wurde denen das irgendwie so reingespült und die haben das dann als Fakten rausgegeben, dass er, also Hideo Kojima, der Entwickler von einer meiner Lieblingsserien hier, Metal Gear Solid, den ich ja auch schon persönlich getroffen habe auf der Tokyo Game Show. Ich darf ihn quasi bester Freund nennen. Ja, genau. Mein bester Freund ist quasi der Attentäter vom Premierminister Japans. Cool. Wow. Ja. Und die haben das halt so ausgestrahlt. Hier, der Täter wurde identifiziert und dann ist da halt dieser Spieleentwickler, den irgendwie jeder kennt. Ja. Das fand ich noch sehr witzig, aber da hat das Internet mal wieder zugeschlagen. Aber auch mit Namen oder nur das Bild gezeigt? Und nur das nicht, Bild wie gezeigt. Okay. Weil die Asiaten, die sehen ja eh alle gleich aus. Verschwörungstheorie, der Yu-Gi-Oh!-Erfinder und Japans Regierungschef, das ist eine Person. Und wir mussten quasi einen von den beiden einen Tod inszenieren, damit es nicht auffällt. Ah, ja. Okay, und dann haben die quasi die zerschossene Leiche noch einen Schnorchel gegeben und ins Wasser gehauen. Und die irgendwo ausgeliefert, genau. Ah, ja, doch. Kommt hin. Bitte verbreiten, Leute. Ich glaube, so alterstechnisch waren die auch nah beieinander. Nochmal Japan? Das muss sein. Ach, die gleiche. Nee, genau. Und noch eine Japan-Meldung. Heute ist eine sehr Japan-lastige. Finde ich gut. Ich war zufällig schon mal in Japan und will da eigentlich auch mal wieder hin, muss ich sagen. Jetzt gibt es nämlich ein Jahr Haft für Cybermobbing in Japan. Das ist eine Reaktion auf die junge Profi-Wrestlerin Hana Kimura, die ich jetzt gar nicht kannte, auch nur durch den Vorfall, die war in einer Reality-Show und ist da halt dann gemobbt worden, weil das wurde ernst genommen, was sie da erzählt hat, obwohl das auch geskriptet war. Und die wurde so krass gemobbt online, dass sie halt sich dann irgendwann suizidiert hat.
Und daraufhin wird jetzt gibt es diese Maßnahmen. Es ist passiert, sie hat sich suizidiert. Ja. Ja, also wegen ein so einer Sache ändert man ja jetzt nicht die Politik. Ja, Herr Laschet, ist okay. Ja, also Cybermobbing ist auf jeden Fall eine Sache, die man schon ernst nehmen sollte. Mhm. Auch gerade vorhin wurde wieder dieses Freddy Busbauen Video gepostet in einem Zusammenhang, also bei hier Telegram-Gruppe. Mhm. Und da habe ich in den Kommentaren halt nur irgendwas gesehen von wegen Rainer Busbauen, Rainer, hier Busbauen. Da dachte ich ja schon wieder, ey, das ist so, was, also ja, man kann den ja, ist alles schon tausendmal gesagt, ne, aber man kann den scheiße finden, aber warum füllt dieser Mensch so dein Leben aus, warum lebt der mietfrei in deinem Kopf drin? Also geht's um Rainer Winkler? Naja, klar, um wen denn sonst so, weißt du? Rainer Kallmund, und, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Rainer Kallmund, Bus bauen. Ist eine ähnliche, ja, Statur auch, ne? Das stimmt. Ja, und deswegen, keine Ahnung, lass doch mal gut sein irgendwie. Ja, der Nekrolog wird außerdem erweitert um die, potenziell um die Karriere von Boris Johnson. True, ja. Wobei, alle haben ja erstmal gesagt, oh, der Boris Johnson tritt zurück, oh, keine Memes mehr, aber der ist ja nicht so ganz zurückgetreten, der ist ja nur als Conservative Leader zurückgetreten. Aber ich, also dachte so, doch auch als MP, nur halt langfristig, dass er das irgendwie abgibt. Ja, langfristig irgendwann in der Zukunft, so klar, wie jetzt, wenn Merkel irgendwie nach 8 Jahren sagt, ja, irgendwann werde ich bestimmt auch mal nicht Kanzlerin sein. Hm. Aber also es gibt irgendwie noch ein großes Treffen von den Tories und dann wird das wohl bestimmt, wer dann eventuell und so. Also es ist alles irgendwie total schwammig. Also er wird bis Herbst im Amt bleiben, genau. Ja, Herbst auf jeden Fall. Es gab einen sehr geilen Beitrag wieder von Jonathan Pye. Den hatten wir ja öfter schon als Thema. Und er hat einen 5-Minuten-Rant gemacht über Boris Johnson. Der britische und, Trump, kann man sagen. Ja, schon, aber anders. Und, aber er sagte auch vieles Wahres, weil ich weiß gar nicht, wie das jetzt gekommen ist. Es gab halt wieder irgendwie Skandälchen mit irgendwelchen Liebschaften von Frauen oder so. Und es wurde irgendwie zu viel. Aber das sind halt alles Sachen, die schon seit zig Jahren irgendwie bekannt sind bei ihm. So. Und dass er andauernd am Lügen war und solche Geschichten. Also es gab jetzt nicht den einen krassen neuen Vorfall, der jetzt so nicht in der Vergangenheit schon mal gewesen war. Ja, aber es reicht ja, dass es halt ständig passiert, ne? Also auch diese kleinen Lügen, die er immer sich ausgedacht hat. Ja, aber ich meine ja nur, der wurde ja genau mit diesem allem um ihn rum, wurde er ja auch ins Amt gewählt. Ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie ein bisschen weird, aber okay. Das war ja auch so, dass er irgendwelche Corona-Partys geschmissen hat, irgendwie heimlich. Das war ja auch so ein riesiges Ding. War das wie so eine Pockenparty? Noch vor den Pocken. Nee, ich meine nicht Affenpocken. Es gibt auch Pockenpartys, wo sich die Kinder anstecken sollen und so. Ja, stimmt. Ja, es ist eine Sache, die ich ein bisschen kritisch sehe, aber ich glaube auch, dass es irgendwie einen Sinn hat, ne? Weil wenn du als Erwachsener Pocken bekommst, ist halt blöd. Deswegen lieber so ein Kind dahin schicken und sagen, hier, gönn dir mal die Pocken. Ja. Oder so. Ja, ja, also wir bleiben wahrscheinlich noch am Ball. Es wird bestimmt das ein oder andere Boris Johnson-Meme und Fail noch geben. Mad-Eye, sei nicht besorgt. Ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde ihn ja auch irgendwie witzig, ne? Wie er mal auftritt und sich so als Clown inszeniert. Ich meine, das macht ja in Deutschland eigentlich kein Politiker, dass er irgendwie sagt, er setzt sich so einen Helm auf und springt auf irgendwelche Trampolinen rum, ja, und so und fällt dann hin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was gefährlicher ist. Auch wenn du jetzt halt den Trump-Vergleich machst, der Trump ist ja auch immer so ein bisschen so ein lustiger, so ein bisschen albern und so. Mhm. Und jetzt ist ja zum Beispiel Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hart im Rennen für 2024 und der ist halt Trump nur halt in clever und durchtrieben. Und ich weiß nicht, was besser ist, weil wenn man Trump halt da sieht und dann nicht ernst nimmt, ist das gefährlicher oder ist das gefährlicher, wenn da einer wirklich einen krassen Plan hat und sich händereibend irgendwie, weißt du? Aber vielleicht ist der dann halt auch wieder weniger gefährlich, weil die Leute dann sehen, okay, das ist ja, also dann eher sehen für das, was er ist und nicht, ja, guck mal, der Lustige, der immer so komisch das guckt und die Haare nicht so flattern. Der hat nur keine Erfahrung mit, weiß ich, mit Politik und so. Ja. Ja, was ist besser? Weiß ich nicht. Der wurde jetzt auch von fucking Joe Rogan endorsed, also empfohlen. Joe Rogan, quasi nach uns der zweitgrößte Podcast der Welt. Kann man sagen, ja, leider. Und hat auch irgendwie 50% nur sehr konservative Hörer.
ist selbst eigentlich mal Bernie-Fan gewesen, deswegen ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie der jetzt zu fucking Ron DeSantis übergeht. Das ist ja nicht der Einzige, ne? Auch der Sex Pistols-Sänger und so war ja auch früher mal so ganz linksradikaler, jetzt halt Trump-Fan. Das ist, passiert in der Szene doch recht häufig, dass man von einem zum nächsten Extrem übergeht. Ja, weißt du warum? Zu wenig Sex und zu viel Pistol. Kann sein, ja, wahrscheinlich. Ja. Er nimmt seinen Bandnamen echt sehr, sehr ernst. Die Sexpistolen. Oder die kann man das umdrehen? Nee, schade. Pistolensex? Na auch klar. Pistolensex, Penis in den Schaft? Es kann oder? Sein. Es sind ja meistens auch so alte Männer, ne, die dann irgendwie von links zu rechts wechseln, wie damals Hans Mahler, der auch damals von hier der RAF zur NPD gewechselt ist, quasi. Mhm. Kurz gefasst. Und vielleicht hast du irgendwann keine Erektion mehr. Und der Sex fällt dir ein bisschen schwerer. Da wirst du so frustriert, dass du anfängst, rechts zu werden. Ausländer zu hassen. Ja. Weil die kommen hier nach Deutschland und bumsen uns die Frauen weg. Eben mit den riesigen Pimmeln und so. Da habe ich ja gar keine Chance. Als Hans mit Mini-Pimmel. Ist so. Das war jetzt ein erfundener Hans und nicht der Hans Mahler. Will ich noch ganz kurz gesagt haben. Also ich meine den Hans Mahler. Weil ich kannte den vorher nicht. Ach so. Ist ein Anwalt gewesen oder ist er nicht schon tot? Ich weiß es gar nicht. Wir hoffen es mal. Nicht. Was hoffen wir, ist die Frage. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir wünschen niemanden den Tod außer der Queen. So, wo wir gerade in England sind, ganz kurz noch. Also das ist irgendwie auch so eine Nachricht gewesen, wo ich mir dachte, interessant. Mhm. Ein riesiger, da geht direkt meine Stimme kaputt. Ein riesiger Haufen an Wet Wipes, also Feuchttücher, Tücher, hat sich zu einer Insel zusammengebildet in England. Und hat somit, fuck, ich habe vergessen, den Namen rauszusuchen. Es ist halt nicht die Themse, es ist der zweitlängste Fluss in England. Das ist wahrscheinlich die Themse. Ich weiß es genau, nicht, wie der Fluss dann heißt. Sucht selber raus. Aber der hat halt so eine fette Insel aus Feuchttüchern gefasst, dass der Fluss in seiner Laufbahn verändert wurde. Wow, das ist heftig. Das ist ganz komisch irgendwie. Was, wie heißt das? Feuchttücher. Wet Wipes. Ich dachte erst, hast du Wet Wipes. Weißt du, das ist eine Person mit Uterus, wenn die geil wird, hat ja auch so Wet Wipes manchmal. Das stimmt, ja. Ich habe gerade so Wet Wipes, wenn ich Harry Styles sehe. Oder so. Ich weiß halt nicht, was mit diesen Feuchttüchern ist. Also warum sind die denn nicht, kann man die nicht... Ach, also... Die müssen doch, warum... Also mach die mal nicht in den Fluss rein. Nee, also... So eine kontroverse Idee. Es hieß ja auch mal, dass man die nicht benutzen soll fürs Klo, ne? Feuchttücher, weil die ja angeblich verstopfen würden. Aber ich habe welche gesehen, vor ein paar Tagen erst beim Einkaufen, dass da so ein Siegel drauf ist, von wegen jetzt auch abbaubar und man kann doch zwei in die Toilette reinmachen, weil die jetzt auch irgendwie zerfallen und zerfließen. Die neuesten, also... Tja, die Engländer sind halt nicht in der EU, die haben sowas Geiles nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber man soll ja eh irgendwie diese Bidets benutzen, ne? Also diese Klos, die halt dann Popo mit Wasser abspritzen, die sollen wohl eh hygienischer sein. Hat er so eins? Stimmt. Der hat so eins, ja. Stimmt. Ich muss sie mal besuchen kommen. Ich will das mal erleben und gucken, ob es echt besser ist. Ich will es erleben. Ich will vor allem wissen, ob das teuer ist, sich einbauen zu lassen. Alter, bei meiner Oma gab's eine Dusche, die hat die immer noch zufällig. Also die hat eine Dusche, die sie nie benutzt, weil... Sie stinkt einfach nicht. Ja. Sie stinkt nicht. Nein, die hat halt so viel Shit, was sie nicht benutzt. Egal, auf jeden Fall hat die halt so rundum, ne, von allen Seiten kommt das Wasser. Mhm. Kann aber auch traditionell von oben kommen und dann kannst du da so dran rumdrehen. Mhm. Und dann stand da so Massage. Und ich dachte so, okay, kommen cool. Zwei Arme raus quasi. Genau. Zwei riesige Schwänze massieren. Nein, und dann stelle ich das so ein, denk so, okay, Massage, dreh das und es ballert mir auf den Schädel und ich krieg fast ein Loch im Kopf, Alter, weil es so einem Druck da rausgeschossen kommt. Ja. Weil man halt relativ nah auch dran steht einfach. Ist wahrscheinlich nicht für den Kopf gedacht. Ich hab's dann so auf die Schultern hier so, wo ich eh ein bisschen verspannt war und das war dann ganz angenehm, aber es war echt harter Druck, ey. Ja, ich kenne auch solche Duschen, ne, wo du so an fünf Rädchen drehen musst, so irgendwas passiert, da kommen noch so verschiedene Strahlstärken raus und von der Seite von oben und von unten nochmal irgendwie einer gefühlt so. Kommt noch, da ist quer so eine Mariachi-Band vorbeigefahren. Ja, genau, die raff ich immer nicht, die sind so anstrengend. Ich habe so einen ganz coolen Duschkopf, da kann man quasi so drei Stufen einstellen, das ist entweder so wie heißt denn das, Zerstolper quasi, oder es wie so Regen rausfällt. Gießkanne. Genau, Gießkanne quasi. Dann noch so ein Strahl, der so gebündelt ist, wie so ein Kreis, weißt du, so so ein richtiger Strahl und dann halt die Mitte, dass beides rauskommt so ein bisschen. Das ist richtig nice. Das kann ich jedem empfehlen. Für Abwechslung beim Duschen.
Was ich allen empfehlen kann und vor allem England ist das, was Brasilien gemacht hat. Der obere Gerichtshof von Brasilien hat nämlich als erstes Land der Welt, und das hat mich so ein bisschen verwirrt, geregelt, dass das Paris Climate Agreement, was ja irgendwie im Raum steht und keiner sich so richtig dran hält, das außer Pariser natürlich Abkommen. Die üblichen Verdächtigen, hier Skandinavien und so, die guten Länder, dass das ein Human Rights Treaty ist, also ein Menschenrechtsvertrag. So. Das hat irgendwie vorher kein Land so festgelegt. Fand ich interessant, weil Brasilien hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, so mit Bolsonaro, der irgendwie ja, Regenwald weg und so. Das verwirrt mich. Aber schön, habt ihr toll gemacht. Und das machen die meisten eben gerade nicht gerne, weil das sonst eine Verpflichtung wäre und das schaffen die ja gar nicht. Selbst die Grünen jetzt, ja, die sind jetzt am Hebel der Nation. Selbst die fangen jetzt irgendwie an rumzudrucksen und sind nicht mehr so grün, wie sie noch zum Wahlkampf waren. Ach, die Grünen, was ist das denn eigentlich? Eine Partei. Ach so, okay, ja. Danke. Gerne. Naja, also das war ja früher so, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie uns um die Umwelt kümmern und wir müssen ganz viel verzichten. Davon hört man jetzt heute nicht mehr so viel. Jetzt heißt es verzichten wegen Ukraine und irgendwie im Winter frieren, okay, aber vom Klima und verzichten, da redet da irgendwie keiner mehr von, oder? Aber es ist echt eine Realität. Ich meine, ich habe jetzt von Leuten im Umfeld gehört, dass die Nebenkostenabrechnungen richtig krass werden jetzt dieses Jahr. Wird sich zeigen. Dass sie auf einmal irgendwie auf einen Schlag irgendwie 600 Euro zahlen müssen für irgendwie Gas und Strom und so einen Scheiß. Das macht einem doch furchtbar Angst. Klar, jetzt soll diese komische Abfederung kommen von der Regierung, die dann über die Lohnsteuer irgendwie kommt. Aber ob das ausreicht? Ich habe keinen Bock, da irgendwie arm zu werden, nur weil ich mal in der Badewanne war. Also, wir haben hier immer Rückzahlungen bekommen. Und von daher mache ich mir erstmal nicht die allergrößten Sorgen. Aber, also ich heiz halt auch nie. Und generell, also ich könnte jetzt auch das Licht ausmachen, aber ich will dich sehen. Das ist nett. Ich sag nur, ich bin da sehr genügsam und hoffe, dass das mir weiterhin den Buffer gibt. Also ich glaube, mein PC verballert halt am meisten auf jeden Fall. Ist ja allgemein PC, so Stromfresser. Aber selbst den habe ich jetzt die letzten Wochen tatsächlich irgendwie sehr viel effektiver. Also ich habe eh immer Energiesparmodus. Wenn ich 3 Minuten nicht dran bin, geht der, fährt er sich runter, also in Standby. Aber ja, also ich weiß nicht, die letzten Wochen war immer, es hat, glaube ich, mit meiner Covid-Infektion auch angefangen irgendwie. Ich hatte da wirklich nie sinnlos an, das kennt man ja auch, dass man irgendwie so mal da hängt und ja, mal gucken, was so geht. Aber das mache ich halt jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt alles sehr zielgerichtet, was ich am PC mache. Und ich glaube auch, Teil dessen ist, dass ich eben durch Corona dann das Bett auch als gemütlicher empfunden habe und mehr wahrgenommen habe, dass mein Stuhl halt einfach nicht so geil ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kannst du nachvollziehen, verstehe ich nicht. Und dann aber halt dadurch sich ergeben hat, dass ich dann wirklich nur noch an PC gehe, wenn ich wirklich was zielgerichtet mache. Wenn du sagst, jetzt Pornos, guckst dir Pornos an, ja. Hose runter, fertig, ins Bett legen. Genau. Und nicht mehr gucken, ach ja, mal treiben lassen. Mal von Pornografie zu irgendwelchen Dokus. Mal, über nicht beim Treiben Axolotl zugucken, sondern mal treiben lassen. Genau, so ist es. Ja, also ich war früher, als ich noch alleine gewohnt habe, war ich echt, gerade wenn es kalt war, viel am PC auch, habe einfach so hab mich auch treiben lassen. So mal YouTube geschaut, habe recherchiert, Sachen geschrieben, Sachen aufgebaut, aber hier Social-Media-Seiten oder so. Und das mache ich jetzt zum Glück aber auch nicht mehr. So, wenn man irgendwie jetzt in einer Partnerschaft ist und man ist eh irgendwie in einer gemeinsamen Wohnung, man hat jetzt einen Job und so und Katzen, da habe ich auch gemerkt, irgendwie... Ich habe Katzen, ich kann nicht mehr YouTube. Ja, also dieses Rumtreiben, einfach nur gucken und am PC hängen, mache ich halt gar nicht mehr. Im Sommer eh viel weniger, da bin ich eh nicht so der krasse Fan von irgendwie vom PC hängen. Ja. Aber im Winter jetzt auch nicht mehr, da war ich auch jetzt viel mehr irgendwie beschäftigt, habe da irgendwie aktiv Sachen gemacht und nicht mehr so, mal gucken, was passiert. Ja, und das, obwohl du ja gerne drin bist, hast du gesagt, ne? Bei mir ist es jetzt echt wieder so. Ich bin voll gern drin, ja. Also seit Corona halt auch so, seit der Pandemie, dass ich wirklich dieses habe, dass ich jeden Tag mindestens kurz rausgehen muss. Das hatte halt früher auch immer und dann waren auf jeden Fall so ein paar Jahre drin, wo es so, ja, ich brauche ja nicht raus, aber es fühlt sich jetzt so schlecht an, Alter, wenn du einfach nicht draußen bist. Sondern einfach nur in einem scheiß Kabuff rumsetzt. Naja. Aber ich kann drin sitzen, auch wenn Sonnenschein ist. Ich finde das voll nice. Da ja, ich so, schaue irgendwie ein Let's Play oder ich hab spiele nur für irgendwas. Mich, nur für mich habe ich das. Ist ja voll in Ordnung. Mache ich auch nur von mir.
Also ich habe es nur so herausgestellt, weil ich das doof fand, dass ich das zwischendrin nicht mehr hatte, sondern so gesettelt war mit, ja, ich hocke halt jetzt hier so rum, aber das war halt, glaube ich, nicht so ganz ich, weißt du? Und jetzt bin ich da aber wieder und das ist nice. Und ja klar, also wenn man raus darf, gehe ich auch gerne raus so. Ich bin auch viel im Sommer im Park und so oder mache was mit Leuten. Aber gerade als Lockdown war oder als ich Corona hatte, da habe ich das voll genossen. Ich durfte nicht raus, ich durfte nicht aktiv sein, ich musste Alter, halt da chillen. Das war so geil. Das war das Allerschlimmste. Das war wirklich so übel. Vor allem saß ich dann hier auf dem Balkon, ne, und dann haben die da draußen eine Party gefeiert und dann saß da irgendwie so ein Russe, der mit seiner fetten Bassbox da irgendwie Katjuscha geballert hat und ich sitze hier drin und denke, fuck off, ey. Ja, das war das Schlimmste. Ich denke mir so, ach, die Armen müssen da draußen rumhocken, müssen laute Musik hören, Fenster zu und chillen. Naja, wo wir gerade von Umweltrettung geredet haben, unser Geringverdiener Friedrich Merz ist mit dem Privatjet zu Lindners Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch. Mhm, schön. So macht man das. Das war bestimmt ein Billigflug oder so ein Angebot einfach. Ja, last minute. Bla bla. Die wollten den Flieger voll bekommen. Bla bla fly war das quasi. Ja, nee, ich weiß nicht, also gibt es überhaupt Politiker, die da so ein großes Ding draus machen? Weil bei Greta Thunberg war das ja so ein echt guter PR-Move, als sie über den Ozean geschippert ist. Ja. Wenn jetzt ein Politiker sagen würde, ey, zu jedem Treffen fahre ich irgendwie nur noch mit, wie sagt man, Carpool, Fahrgemeinschaft. Und öffentlicher Nahverkehr. Ja, gibt's irgendwie nicht so, oder? Also jemand, der halt daraus so eine Agenda macht, sage ich ja, mal. Ja, ein bisschen. Ich glaube, Cem Özdemir, der ist lange Zeit mit dem Fahrrad zum Bundestag gefahren. Ja, der hat auch neulich, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, da hat die Idee gefloatet, dass gesunde Nahrungsmittel keine Mehrwertsteuer mehr bekommen. Also Obst und Gemüse und so. Geile Idee, kommt aber nicht durch mit. Ich meine, selbst dieser Nutri-Score, der war ja so ein riesiges Ding irgendwie. Oder als sie diese Ampeln einführen wollten in der EU, das machen die ganzen Lebensmittelkonzerne nicht mit, sowas ja, wie Cola. Und aber so. das ist mehr ein Move so. Weißt du? Also gesunde Sachen irgendwie billiger machen und umweltfreundliche Sachen billiger machen. Aber es kann sein, dass es jetzt die okaye Regierung, die jetzt hier mit den Grünen und so ist, dass sie damit anfangen und dann sagen halt, okay, Gemüse ist steuerfrei, das ist steuerfrei. Dann kommt die CDU wieder, macht mit der AfD eine Koalition. Dann machen die einfach, ja, wir behalten das bei, aber stufen die anders ein. Dann ist auf einmal auch Coca-Cola irgendwie grün und steuerfrei, weil es ist ja war ja mal ein Kopfschmerzmittel, ne? Können wir ja auch mal Steuern erlassen. Grüne Coca-Cola, Tino, das erinnert mich daran, dass in Russland diese Woche ein großer Skandal war, denn das Substitut für McDonald's, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber du hattest dieses Zeichen, was ich dann als falsch rausgestellt habe, mal. Ja. Also so ein Ersatz, weil McDonald's hat gesagt, Krieg, nein, danke, wir gehen, wir wollen lieber unser Image bewahren. Dieses Substitut hat jetzt Schimmel und Käfer in den Burgern gehabt und ist deswegen in großer Kritik. Und da ist grüne Cola gar nicht so abwegig. Das stimmt. Ich frage mich gerade, war das in einzelnen Filialen oder war das halt so ein Feature? So ein Feature. So ein Feature quasi. Eine Sonderaktion. Nee, es war in einzelnen Filialen, aber halt vermehrt, nicht nur eine. Oh, und das ist dann schon ein Trend. Vor allem bei McDonald's war das da auch so, dass der Burger irgendwie ein Jahr rumliegen kann und der schimmelt nicht wegen den ganzen Konservierungsstoffen drin. Und da ist hier also die wollen Schimmel. Den wohl doch gesünder machen, mit ein bisschen mehr Flüssigkeit drin und so und echten Sachen, die man essen kann und nicht nur Pappe. Das kann sein. Aber ich gebe zu, auch ich esse ganz gerne mal was bei Mac ist. Ganz selten tatsächlich, aber wenn ich unterwegs bin und es ist nachts, bin ich in Berlin im Bahnhof. Jetzt kann ich das gerade nicht mehr genießen hier mit dir. Es tut mir sehr leid. Kann ich kurz auch meine Woche kurz erzählen? Ja, du wolltest vorhin hier irgendwie, was da los war. Im Vorgespräch, ich war jetzt im Konzert bei The Chats, so eine australische Punkband. Die kenne ich, die sehe ich immer montags 20 Uhr und Mittwoch 20 Uhr. Richtig, in der Livestream, haben sie mir auch erzählt. Jedenfalls war ich mit meinem Bruder und noch zwei anderen Menschen dort, wir sind aus Weimar losgefahren. So, glaube ich, gegen 11 sind wir losgefahren, kam gegen 16 Uhr in Berlin an, mit halt Regionalverkehr, 9-Euro-Ticket. Beste. Das war irgendwie schon anstrengend, aber irgendwie okay, aushaltbar. Mit Powerbank und so, Akku, Handyspiele und Musik hören und Buch lesen. Dann haben wir was zu Abend gegessen. Da war das Konzert da. Das waren so 2 Stunden ungefähr mit Vorband. Und dann war das irgendwie so 9:30 zu Ende, das Konzert. Oder um 10. Und wir sind erst um 3 mit dem Zug gefahren.
Das heißt, wir haben irgendwie 5 Stunden in Berlin rumgetingelt und davon irgendwie, weil es dann doch kühl wurde, 3 Stunden im Ostbahnhof. Aber warum seid ihr erst um 3 im Zug gefahren? Weil wir sonst hätten irgendwie ewig warten müssen, woanders. Wir hätten dann irgendwie. Wir haben ewig gewartet, weil wir sonst hätten wir ewig Doch, warten müssen. wir hatten die Entscheidung, entweder warten wir am Ostbahnhof in Berlin 3 Stunden, also in Berlin 3 Stunden, oder irgendwie in einer Pampa 3 Stunden warten, bis der Zug wieder kommt. Da haben wir gesagt, lass lieber in Berlin bleiben, da ist wenigstens ein bisschen warm, da können wir rumlaufen und so, da ist noch was. Und ihr musstet aber wieder zurück, weil einfach eine Nacht über Nacht wäre Nee, doch das war, ich entspannt. musste arbeiten, es ging Ach nicht. so. Und auch die anderen, zwei von den 3 anderen mussten auch früh arbeiten wieder. Und dann sind wir quasi am Bahnhof gewesen und es war echt unglaublich. Wir haben es dann erst bei Mc's geholt, halt, nicht? So einen veganen Burger und Mc Sunday, jetzt auch in vegan. Und ich setze mich dann dahin auf so einen Platz und es stank übelst nach Pisse. Sind aufgestanden zum nächsten quasi Klingt Sitzreihe. nach Ostbahnhof. Hat es nach Kotze gestunken und nach Pisse. Ich dachte, ist es eklig. Bin rausgegangen vor die Tür und da ging es dann irgendwie, aber es war übelst kalt, weil es dann auch irgendwie nachts um 1 war. Und dann kam ständig irgendwie Polizei und dann kam noch ein Rettungswagen aus dem Bahnhofsklo jemanden rausgeholt, der übelst rumgebrüllt hat und so. Und dann halt 3 Stunden halt gewartet noch am Ostbahnhof und dann nochmal Zug gefahren bis früh um 9. Also es war, Welcome to Berlin. da war ich dann um 9 zu Hause, hab geschlafen 2 Stunden, bin auf Arbeit gegangen. Seitdem bin ich halt voll aus dem Biorhythmus raus. Das Konzert war geil, also die Chats ist eine coole Band so, aber die haben auch, die selber haben nur 50 Minuten gespielt. Das ist hart. Das ist echt hart. Und ich bin Verglichen, wenn du irgendwie eine Woche vorher Ärzte hattest mit 3 Stunden. quasi, und das war so heftig. Hat sich gelohnt, aber irgendwie war ich auch, bin ich bis heute richtig fertig. Also ich habe sehr positive Vibes, die ich mit dem Ostbahnhof verbinde, so dieser ganzen Hut da. Da ist ja auch die Bude von meinem Bruder in der Nähe und da war ich auch schon auf Konzerten direkt da und ich mag das. Aber Und ständig. ich rieche gerade nichts, also Pissegeruch. Oh, das war echt schlimm, ey. Ich hatte so Bock auf den Burger, setz mich hin, würde reinbeißen und über dieser bissige Gestank von Pisse einfach. Und auch Menschen ständig, die ansprechen nach Geld und so. Da habe ich so eine Frau eine Pfandflasche gegeben, die meinte, Dankeschön. Kann ich. Diese scheiß Obdachlosen, weißt du, ich will hier einfach in Ruhe meinen Junkfood Ja, aber es waren genießen und dann viele. wollen die Geld von Ja, mir. es waren halt so viele gewesen. Also ich kenne das ja auch von Berlin. Ich bin auch sehr oft da. Aber an dem Bahnhof waren da so viele Menschen. Ich bin echt alle 10 Minuten gefühlt von jemandem angesprochen worden und auch von denselben manchmal 3-mal, wo ich dann gesagt habe, ich habe doch schon gesagt, ich habe jetzt schon, geht gerade nicht. Und dann fühlt man sich auch so unwohl, wenn man irgendwie so in einer fremden Stadt ist, so ein Bahnhof, der so nach Pisse riecht, weiß ich nicht. Da gönne Nun. ich mir dann doch mein Weimar, mein Schnösel Weimar. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass die Menschen, dass es denen schlecht geht und so, dass sie da irgendwie um Essen, da um Spenden betteln Du müssen, hättest ist dem ja auch okay. Obdachlosen ja deinen Pissedöner, deinen Pisseburger geben können. Ich habe der einen Person mein Wasser gegeben, noch so eine Wasserflasche, die habe ich dir dann noch irgendwie gegeben, so. Aber die kam dann noch 3-mal wieder, wollte dann noch mehr haben, so. Da habe ich dann gesagt, hier. Diese Obdachlosen, ne? Gibst einen kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand. Meinen ganzen Arm quasi, meinen ganzen Arsch wollten die haben. Geht doch einfach Voll mal Wasser. arbeiten. Nee, so bin ich auch nicht. Aber es war ein bisschen so, ich dachte, fühlt man sich doch ein bisschen unwohl. Es ist dieses, auf der einen Seite, ja, okay, ich würde es vielleicht genauso machen oder ähnlich machen, würde es mir so gehen, aber auf der anderen Seite so, unwohl. Luxusprobleme. Wo wir gerade bei Unwohl und obdachlosen Menschen sind. Keine Ahnung. Also der Nekrolog muss ja Ja. erweitert Ja. worden sein, die vergangenen Tage. Es gab eine Meldung, dass über das Wochenende des 4. Juli in Amerika 220 Leute gestorben sind durch Waffen. Das sind sehr viele. Das sind vor allem sehr viel mehr, als in der Ukraine im selben Zeitraum gestorben sind. Das heißt, Im Krieg, in ne? einer aktiven Kriegszone sind weniger Leute gestorben als in Amerika zur selben Zeit. Allerdings muss man natürlich im Verhältnis sehen, Amerikaner gibt es halt irgendwie 350 Millionen, sind ein paar mehr als in der Ukraine. Aber dennoch bemerkenswert, unter anderem ein großes Shooting mal wieder gewesen im Highland Park in Illinois. Soweit ich weiß, Illinois müsste auch mit Detroit sein, denn da kommt Jack White her. Nur gerade mal kurz gedroppt, weil Jack White, guter Mann, der heute nicht in unserer Playlist vertreten sein wird, oder Aber zumindest ist nicht ja mit noch einem neuen drin. Song, ja. Ja. Und da hat einer am 4. Juli in eine Menge reingeschossen, mit 70 Schüssen 7 Menschen getötet, mindestens 30 verletzt, im Alter von 8 bis 85 Jahren. Shit. Ganz, ganz toll. Also, das ist wirklich wie damals irgendwie in Las Vegas so irgendwie
noch feiger geht's eigentlich nicht. Von einem von Haus. Balkon aus, ne? Ja, ja. Na, das war da aus so einem Hotelzimmer, aber ja, ein, so, halt ja. Von einer erhöhten Position einfach in eine Menge Unschuldiger rein. Hm. Das ist ja eigentlich, also ist ja fast noch schlimmer als der Typ, der irgendwie vor anderthalb Monaten in diese Grundschule reingegangen ist, weil die Grundschüler hätten den wenigstens alle noch zusammenschlagen können oder so, wenn die sich verbunden hätten, aber einfach so aus der Entfernung vom Balkon runterscheppern, der feige Sau, Alter. Wären es wenigstens Schuldige gewesen, weißt du, aber Unschuldige, das geht ja gar nicht. Das stimmt. Vielleicht sollte man für die Leute, die so Bock haben auf Massenmord, einfach so ein paar Leute hier, die eh zur Todesstrafe verurteilt sind, immer so zusammenfärchen und dann stellt man da so eine Hollywood, so eine Western-Kulisse auf, und dann kann der sich auch auf den Balkon stellen und dann schießt der da einfach runter. Stimmt. Vielleicht kann man da dieses Problem in den Vereinigten Staaten so ein bisschen angehen, dass die Leute da so geil auf Mass-Shootings sind. Es gab alleine über dieses Wochenende irgendwie, gibt es so eine schöne Auflistung, es gab irgendwie 11 oder 12 Mass-Shootings, nur an diesem Wochenende. Wundervoll. Shootings nach Mars. Ja. Aber in Kopenhagen, also auf europäischem Boden, gab es auch einen. Und zwar in einem Shoppingcenter. 3 Tote, 4 Verletzte. Habe ich auch hier mir aufgeschrieben. Und nach Kopenhagen würde ich sehr gerne Anfang August gehen. Von daher, wenn ihr da Mass-Shootings machen wollt, macht das mal jetzt schnell noch und lasst mich dann in Ruhe. Was geht in Kopenhagen? Was hast du vor? Ja, Urlaub einfach? Na, ich mache ja nie Urlaub. Es muss ja immer gefilmt werden. Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, es war tatsächlich, ich habe ja auch schon mal irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt, ich glaube wirklich, Japan ist das letzte Mal gewesen, dass ich wirklich irgendwo war und nicht ein Video bei entstanden ist. Und selbst da habe ich ein bisschen was gefilmt. Egal. Ja, Friedrich hat Urlaub und da werden wir mit dem 9-Euro-Ticket nach Flensburg. Genau, Friedrich Merz, mein Homie, der wollte eigentlich Privatjet, aber dann habe ich dann doch gesagt, ich habe das 9-Euro-Ticket einmal, weißt du, dann nutze ich es, fahre ich nach Flensburg für völlig kostenlos und von Flensburg fährt ein Flixbus nach Kopenhagen. Und so super low budget quasi. Hab ich Bock. Wie lange fährst du nach Flensburg mit dem Zug? Es sind schon 8 Stunden. Heavy. Aber mir macht das nichts aus. Friedrich hat halt, also mein guter Freund Friedrich Merz, hat halt auch gesagt so, ja, ich weiß nicht, wenn dann irgendwie Skate-Nacht ist und ich dann so übelst fertig bin, ich kann nicht am nächsten Tag direkt losballern. Ich denke mir halt, das ist perfekt für mich. Mhm. Weißt du, wenn du komplett Muskelkater hast, willst eh nichts machen und dann sitzt du einfach den ganzen Tag im Zug, ist doch übelst entspannt. Aber für viele Leute ist halt diese Interaktion und die Lautstärke und die Leute da überall. Und umsteigen, Platz suchen ständig. Das ist halt irgendwie übelst der Hustle, aber für mich ist das übelst relaxing. Ja, ich verstehe es auch. Ich kann das auch ganz gut, aber wenn ich will jetzt auch nach Wien fahren im August. Und da fahren wir ja auch quasi mit dem 9-Euro-Ticket bis nach Passau oder so. Und besuchst du das Grab von Falco und betest unter da? Unter anderem, wir beten nicht, aber wir wollen es auch anschauen. Nee, wir fahren kein Gott außer Falco. Quasi, und Bela Farin Rott. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir fahren bis nach Passau quasi und wollen dann mit dem Zug weiterfahren bis nach Wien. Aber das ist so krass teuer, selbst das. Also wir könnten eigentlich gleich mit dem ICE fahren von Weimar nach Wien aus, weil es sich da nicht viel gibt. Deswegen sind wir gerade noch sehr am Struggling, wie wir eigentlich dahin fahren wollen. Also bis nach Wien zu fahren, ist unglaublich teuer. Wien muss ich eigentlich auch nochmal sehen, du. Ja, fahr mit. Aber 20 Stunden, also es sind so gefühlt wie jetzt 13 Stunden mit dem Zug oder so. Aber das ist schon ein bisschen Wien viel. Ist ja auch recht weit östlich in Österreich. Genau, ne? Ja. Ist nicht so. Das macht es halt mit einem 9-Euro-Ticket nicht so leicht. Nee, es bringt ja gar nichts eigentlich so. Wir könnten quasi sagen, machen einen Halt irgendwie nochmal Nürnberg, bleiben da bei einer Freundin von mir, fahren dann von da aus weiter. Auch das ist halt einfach mega hart und wir fahren dann mehr, dass wir dann irgendwie in Wien sind, gefühlt. Ganz schwierig gerade. Aber ich muss halt wirklich im August, ich merke es gerade, also Juli geht halt jetzt recht viel, mein Geburtstag ist ja noch und Skate-Nacht ist und dann TwitchCon ist nächstes Wochenende. Stimmt. Da passt nicht mehr so viel rein, aber ich muss echt das 9-Euro-Ticket nochmal ausnutzen, irgendwie. Wo ist die TwitchCon? Amsterdam. Ah, okay. Wird ein Event auf jeden Fall. Imp und Naster sind am Start. Geil. Imp und Naster sind am Start. Ja. Also wenn es woanders wäre, wäre ich mitgefahren, sowas wie Köln oder so, aber Amsterdam, nee, da fahre ich nicht hin. Amsterdam ist schon eine solide Stadt. Ja, aber der Weg bis dahin ist mir zu weit. Ja, okay. Ja, ich habe noch irgendwas, was ich aber leider nicht geguckt habe. Rezo versus Offen und Ehrlich, da wurde mal wieder hin und her zerstört, aber ich habe die Videos nicht gesehen. Nee, ich hab mir auch nur Imp erzählt irgendwie, dass es diese Funkkritik von Rezo gibt, aber und dass sie wohl, dass Funk wohl auch so ganz fadenscheinige Argumente gegen Rezo gebracht hat, die überhaupt nicht mehr gültig sind und so und schwierig. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Funk mal irgendwie problematische Dinge macht.
Ja, gelegentlich. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht so viel, wie man das ihnen vorwirft, aber auch die haben gewisse Redaktionen, die schlampig arbeiten, kann man sagen. Aber insgesamt bin ich jetzt kein Funk-Hater. Ey, Nathan Fielder hat jetzt den Trailer rausgehauen für seine neue Show, The Rehearsal, diese Woche. Habe ich nicht aufgeschrieben, ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich Instagram geöffnet habe. This looks insane and amazing. Ich habe absolut keine Ahnung, um was es geht, und ich habe übelst Bock. Also 500.000 Aufrufe, die Leute sind auf jeden Fall am Start. Es geht irgendwie darum, dass er mit Leuten, die ihn halt nicht kennen, also es werden halt wieder Leute verarscht, natürlich. Wie in der Irgendwie, ganzen Wirtschaft also eigentlich. ich verstehe es halt wirklich nicht. Der Trailer ist so weird. Scheinbar probt er das ganze Leben oder den Alltag mit Schauspielern, und dann werden die Leute halt da reingesetzt und interagieren halt mit ihrer eigenen Familie, die aber alle Schauspieler sind. Das ist ganz, ganz komisch, aber ich bin übelst, übelst gehypt. Ja, das noch Kann ich mir noch ganz gar nicht so kurz. richtig vorstellen, aber Ich es auch nicht. ist wahrscheinlich weird genug, dass es spannend wird. Alles, was Nathan Fielder anfasst, ist Gold. Also, ich bin am Start. Wer nicht mehr am Start ist, es sind zwei Mädchen. Nekrolog. Nekrolog geht weiter. Er fühlt sich immer mehr, es sind doch mehr als zwei Menschen gestorben. Ich muss mich korrigieren. Ja, aber es sind nur zwei Mädchen, die haben ja nicht mal einen Namen. Nee, Wenn die nicht nicht wirklich. Abe und Yu-Gi-Oh! Heißen, dann ist ja Nee, scheißegal. die heißen Lalani und Ariani. Lalani Ariani, ist das ihren Heißen die Scheiß Mädchen. ernst? Das sind Mädchen aus den USA und die waren 8 und 9 und haben bei einer TikTok-Challenge mitgemacht. Und zwar eine Challenge, die völlig harmlos klingt, die Blackout-Challenge. Klingt wie Pilotentest machen Bei und dem man, ohnmächtig werden. richtig, bei dem man sich quasi irgendwie strangulieren muss oder so. Und dass das jetzt irgendwie zum Tod von Mädchen führt, hat mich ja völlig überrascht. Jungs hättest du verstanden, aber Mädchen? Mädchen verstehe ich gar nicht. Seit wann stehen Mädchen denn auf gewürgt werden oder auf stranguliert werden? Völlig fremd. Nee, aber 8 und 9, können die sich mal von TikTok verpissen? Können die sich mal komplett von Social Media verpissen? Das ist eben das Ding, ne? Die Eltern wollen jetzt irgendwie TikTok verklagen wegen der Verbreitung dieser Challenge und so TikTok weiter. verklickt die Eltern. Wahrscheinlich. Und TikTok sagt aber, erstens machen wir die Challenges nicht und zweitens ist es ja eh erst ab 12 offiziell oder 14, ich weiß gar nicht genau. Und die hätten gar nicht da sein sollen. Aber die Eltern sagen, oder das Gericht sagt wiederum, oder die Menschen sagen allgemein da, wiederum, dass TikTok ja auch keine echten Maßnahmen hat, das zu verifizieren, ne? Zu sagen, dass die Mädchen auch wirklich 12 sind und dass im Prinzip jeder Achtjährige kann sich dann Immer TikTok, Schülerausweis posten. ja, so eine Art nicht Geil. posten, aber so hinschicken. Und Naja, es ist schon entfacht nicht geil, Alter. Ich will nicht, dass TikTok irgendwelche Schülerausweise von 1 Million, 100 Millionen, und ist doch nicht reichen, 1 Milliarde Menschen. es entfacht eben diese Debatte, ne? Ob man jetzt wirklich tatsächlich sich mehr verifizieren muss im Internet. Nicht nur bei TikTok, sondern allgemein. Ja, verifizier dich mal als Achtjährige. Eben nicht, weil es darum geht es ja, dass man es nicht machen darf. Dass man wirklich erst so mit 14 richtig mündig, also frühestens mündig ist, so eine App zu benutzen. Und ich kenne auch Plattformen, bei denen man seinen Ausweis hinschicken muss. Im Zweifel ja auch Facebook, ne? Das ist ja ähnlich, dass du, wenn die Zweifel an deinem Namen haben, musst du deinen Ausweis Ja. hinschicken. Also ich sehe jetzt hier auch nur mehr als 1 Milliarde Downloads bei TikTok, und das ist ja nur Im Play im Store. Play Store, Ja. ja. Crazy, auf jeden Fall. Rest in Peace, cool. Aber glaubst du, dass das kommen wird irgendwann, dass man sich verifizieren muss bei allem, was man tut? Dann sind wir auf jeden Fall in einer Dystopie angelangt. Also ich finde es nicht gut. Ich fände es besser, wenn das quasi. Es gibt ja auch irgendwie die Möglichkeit, das zu machen, dass du dich verifizierst. Also über einen Drittanbieter so. Jetzt wie mit einem VPN, nur halt, dass du einen Service hast, wo du deine Daten einmalig hinschickst. Die werden aber verschlüsselt und es wird quasi nur registriert, okay, diese Person ist wirklich 18. Und dann wird das da irgendwie verschlüsselt Ah, das weitergeleitet an TikTok oder Zentralisieren so. irgendwie, ne? Ja. Dass du einfach nur, oder vielleicht auch, dass du das über deine Regierung machst oder so, Ja, genau. dass du einfach sagst, okay, hier ich. Ja, aber Regierung könnte auch wieder abused werden. In Deutschland wahrscheinlich nicht so sehr, aber hat Aber Potenzial, sag ich woanders, mal. ne? Ja. Aber das ist quasi nur, gehst zur Stadtverwaltung, sagst, hier, können Sie mal bitte bestätigen, ich, Bürger, Hashtag 5 Trilliarden 5 ABC, ja,
ich bin volljährig und leck mich am Arsch so, und dass du dann mit dieser Verifizierung dich überall reinlecken kannst, ohne dass der Name halt nochmal explizit auftaucht. Mhm. Weiß ich nicht, ob das irgendwie eine Variante wäre, aber selbst die kann man bestimmt dann, ich bin ja nicht so ein IT-Hacker, aber das kann man bestimmt dann auch abusen, aber ist auf jeden Fall für mich in der Wahrnehmung angenehmer, als fucking Facebook meinen Ausweis zu schicken. Ich habe auch mal mit so ein paar Freunden diskutiert über so eine Möglichkeit, das zu tun. Das wollen wir nicht, aber wenn man sowas einführen sollte, wäre es eher sinnvoll, sowas wie einen Online-Ausweis zu haben, mhm, dass du mit 18 Jahren von der Regierung halt so eine Chipkarte bekommst. Hier, du bist volljährig, dann kannst du dich über verifizieren, da hast du halt so einen einmaligen Code drauf. Damit kannst du dich quasi anmelden bei Facebook, bei Instagram, TikTok und so weiter. Du kannst eben verifizieren, okay, der ist volljährig. Ja, aber haben, ohne dass halt registriert wird, wer du genau bist, die, das wäre das nur, Wichtige. Nur dein Code quasi. Und nur die Regierung kennt halt diesen Code. Und ja, du. Das ist halt auch. Aber ja, anders geht's ja nicht. Also, ne? Wie gesagt, in Deutschland sehe ich da jetzt nicht das große Problem, bin da nicht die Verschwörung Nummer 1, aber in anderen Ländern wird das garantiert. Also in China, wenn du da, weißt du, da wird das eh schon so sein, aber ich sage ja nur, in anderen Ländern ist es schwierig. Ja, wobei ja die Regierung nicht die Daten hat, wo du dich anmeldest, sondern du bekommst von denen einen Code, dass du volljährig bist, wie dein Ausweis sozusagen, aber du hast halt auch nur diesen Code und musst nicht noch angeben an Facebook, wie du heißt, sondern die haben nur diesen Code, der verifiziert, dass du volljährig bist, der aber auch einmalig ist. Ich glaube, wir lösen gerade so viele Probleme auf einmal, Tino, wir sollen das öfter machen. Dafür ist der Brennpunkt ja auch da. Ja. Ich meine, ich will sowas nicht, ja, also ich glaube schon so an so ein freies Internet. Aber es hat eben auch seine Kehrseiten, ne? Dino, ich sag mal, auf der großen Farbpalette der Freiheit im Netz sind so zwei tote Kinder ein Opfer, was ich bereit bin zu bringen. Das frage ich auch immer in die USA, ja, wenn die irgendwie sagen, die wollen ihre Waffengesetze nicht lockern, frage ich mich auch immer, wie viele tote Kinder braucht es eigentlich, dass man diese Freiheit endlich mal in Frage stellt? Also ich glaube, die Frage wurde jetzt auf jeden Fall zur Seite geschoben und spätestens seit Sandy Hook, wo irgendwie 30 Kinder erschossen wurde oder so. Das hat nicht dafür gesorgt, dass die Waffengesetze verschärft wurden. Also, wenn da nicht irgendwas Krasses passiert, ist das auf jeden Fall durch, das Ding. Aber was muss passieren? Definitiv. Das ist ja die Frage, ne? Ja, es müsste dass halt... Linksradikale müssten kommen. Linksradikale müssten kommen und mit ganz vielen legalen Waffen einfach irgendwelche Rechten erschießen, irgendwelche weißen Männer erschießen. Dann sagen... Oder Schwarze. Oder Hunde. Da gab es ja auch so einen Aufschrei, es gibt so einen, ich weiß nicht, wie die sich nennen, aber so einen Zusammenschluss von schwarzen Waffenfanatikern, die dann auch irgendwo überall aufmarschieren. Und da fangen die Leute plötzlich an mit Schlackern. Wenn da so ein Mob, will ich nicht sagen, weil das ist, glaube ich, negativ konnotiert, aber so eine Menschenmenge an nur farbigen Menschen mit Maschinengewehren Gelb, durch die Stadt Blau, laufen, Rot, ganz farbig. Das ist dann plötzlich unangenehm für den Amerikaner. Ach, sie dürfen dann ja auch Waffen haben, die Schwarzen. Komisch. Na, der wird dem Supreme Court noch was einfallen, das zu verhindern. Oder schwarze Linke machen das. Schwarze Linke kommen mit irgendwelchen Maschinenpistolen, die sie legal erworben haben, und schießen auf kleine Hundewelpen und Katzen und eben auf weiße Menschen. Dann fangen die vielleicht an, mal zu überlegen, wir sollten vielleicht doch mal überlegen, ob wir nicht doch die Waffengesetze so ein bisschen einschärfen. Ja, es geht ja nicht mal darum, Waffen zu verbieten, sondern einfach nur Background-Checks zu machen. Bessere. Der Typ jetzt auch von dem, was ich gesagt habe, hier jetzt vom vergangenen Wochenende, der hat halt irgendwie Musikvideos gemacht, wo er schon Massenmord dargestellt hat und so. Also, ach stimmt, der war ja irgendwie Rapper. Alle roten Flaggen über seinem Kopf sind aufgeweht, aber keine Instanz ist da gegriffen. Der geht halt in Walmart, kauft sich eine Waffe, gut ist. Wenn die auch immer sagen, ja, aber die Bundesstaaten, in denen es ganz schwere Waffengesetze gibt, da gibt es ja auch ganz viele Mass-Shootings, ja, aber auch die werden ja teilweise die Waffen aus anderen Staaten quasi gekauft und importiert, weißt du? Ja. Wenn du willst von mir aus in, weiß nicht, was für ein Land es da gibt, aber wenn du in Michigan, ja, stellen wir uns mal vor, da gibt es strenge Waffengesetze oder so, dann gehst du einfach nach Texas, holst dir da Waffen, fährst nach Michigan zurück und dann schießt da die ganzen Leute. Ja. Ist alles möglich. Es braucht meiner Meinung nach viel mehr Barrieren dafür. Aber ich würde lieber Leute in Texas erschießen. Lass ich mal unkommentiert stehen. Gut. Sind wir eigentlich durch oder hast du noch was? Ich glaube, ich hatte jetzt alles, was ich aufgeschrieben habe. Die Fusion. Kernfusion. Genau, die Kernfusion. Ein Festival nördlich von Berlin hat stattgefunden. Und jetzt melden sich gerade hunderte BesucherInnen und sagen, dass sie Corona das bekommen haben. Das verwundert mich jetzt aber. Und zwar so 600 sind bis jetzt ungefähr ermittelt worden im Zusammenhang mit der Fusion. Komisch. Und ich muss sagen,
Ich war ja jetzt auf 5 Konzerten in den letzten 5 Wochen. Du glaubst nicht mehr an Corona, ne? Weil du es nicht bekommen hast. Nee, im Gegenteil. Also ich habe immer Maske getragen, wenn es drin war, außer bei die Ärzte. Da habe ich es mal nicht gemacht. Und bei den Chats aber jetzt doch letzte Woche wieder, diese Woche wieder. Und ich muss sagen, es fühlt sich echt an wie früher. Und da würde es mich nicht wundern, wenn eine Person da ist, die Corona hat, die das vielleicht nicht weiß und noch nicht infektiös ist, klar bekommst du das dann irgendwie alle. Ja. Das macht mir dann doch wieder ein bisschen Angst. Ja, also ich glaube, du wirst schon noch eine Weile erstmal immun sein, aber man ist ja nicht davor gefeit. Also ich werde auch, die Zahlen gehen ja eh schon wieder hoch. Also, wie oft soll ich das noch sagen? Also Maske tragen macht mir halt auch einfach nichts aus, ey. Ich bin jetzt auch einfach so oft wieder Zug gefahren, sehe dann die ganzen Leute auch, obwohl im Zug echt eigentlich harte Maskenpflicht ist, dann stehen die da ohne Maske rum oder haben sie halt unterm Kinn oder halt die Nase raus. Okay, das... So, ich weiß nicht. Also mir macht es einfach nichts aus. Das ist... Wie gesagt, auf einem Konzert, wo du halt wirklich quasi Extremsport machst, 3 Stunden irgendwie im Moshpit, da verstehe ich das und da hatte ich auch keinen Bock auf Maske. Gut, habe halt Corona gekommen. Ist halt wie es ist so, aber an sich, im fucking Zug oder so irgendwie, ich habe auch jetzt noch im Supermarkt die Maske auf, weil... Ja, ich auch. Also, es stört mich halt einfach nicht. Macht halt, wenn er... Es gibt keine Pflicht mehr, macht halt, wenn er nicht wollt, so easy. Aber, also, es wird auf jeden Fall... im Winter wieder hochgehen. Garantiert. Und ich werde kein Problem damit haben, überall Maske zu tragen. Oder auch im Lockdown zu sein, wieder zu Hause zu sitzen. Ja, Lockdown glaube ich nicht, dass es nochmal gibt, ehrlich gesagt. Ich kann es mir schon vorstellen, die Zahlen ganz krass sind. Ich meine, wir sind jetzt im Sommer bei 700 deutschlandweit, ja. Das sagt nicht alles aus, muss mal gucken nach der Hospitalisierungsrate. Aber trotzdem ist das ja ziemlich viel. Ja. Ich habe eine spannende Story gelesen von einer Bekannten auf Facebook, die meinte, die war im Zug. Und da kam die Schaffnerin rein und meinte irgendwie, oh, der Maulkorb muss auf. Und alle Leute so im Zug so, oh, haben ihre Maske hochgezogen. Dann ging es aber eigentlich um einen Hund, der keinen Maulkorb auf hatte. Und das fand ich sehr witzig. Der Maulkorb muss auf. Oh Mann. Ja, Weimar ist gerade bei 354,9. Und Hildesheim bei über 1000. Ja, Weimar ist irgendwie auch ganz weird gewesen über die ganze Pandemie. Mal ganz, ganz unten irgendwie, mal zu meinem letzten Geburtstag Inzidenzen 0. Dann plötzlich irgendwie deutschlandweit absoluter Spitzenreiter. Ich weiß nicht, was der Herr Kleine hier macht. Macht der überhaupt irgendwas außer heiraten, Alter? Was soll denn die Scheiße? Ich habe mir jetzt in den letzten 5 Tagen 3-mal gesehen, bei irgendwelchen Events, mit wie er Reden geschwungen hat. Zum Stellberg-Geburtstag, zum Kreativfestival und so. Reden, ne? Immer nur reden. Ja, ja. Oh, sag kaum mal. Verheiratet hier schon. Der soll mir mal hier in einen Podcast kommen, du. Dem werde ich aber was husten. Na, hoffentlich. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Da hoffe ich für ihn, dass er die Maske auf hat. Ja. So. Mindestens eine. Dann noch, wer auch mindestens eine an der Klatsche hat, ist Elon Musk, denn der hat jetzt doch die Twitter-Übernahme platzen lassen. Ah, das habe ich am Rand mitbekommen. Irgendwas war da, dass Twitter ihn jetzt irgendwie aber verklagen will, um ihn da rein zu nötigen, das doch zu machen. Kommen Sie es doch, kaufen Sie es. Stell dir mal vor, du bist bei Edeka, kaufst nichts, gehst raus und die schicken die Anwälte auf dich. Kaufen Sie es diesen Käse, sonst verklagen wir sie. Ja, das Ganze wirkt halt jetzt wieder wie so ein richtig dämlich aufgeplusterter PR-Gag. So, haha, ich kaufe Twitter. Ah, psych! Wegen Unklarheiten über die Anzahl der Fake-Profile auf der Plattform bläst der Multimillionär die Übernahme ab. Twitter kündigt rechtliche Schritte an. Ja, es ist alles weird. Aber das hat er auch vor Monaten schon gesagt. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie viele Bots hier eigentlich sind. Aber keine Ahnung. Also wenn er da sich reinkauft, kann er doch auch sagen, hier, löschen. Er kann doch immer noch sagen, wenn er es übernommen hat. Ne? Er kümmert sich jetzt um die ganzen Bots. Aber jetzt schon, na gut, schwierig. Ich weiß aber nicht, ich ob das Reasoning dahinter ist, ich kaufe die Plattform nicht, weil eigentlich sind hier 90% eh Fake-Profile. Das lohnt sich nicht, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ja, der hat ja auch selber wahrscheinlich auch Fake-Profile. Der geht immer mit einem anderen Profil rum und guckt, was die Leute über ihn schreiben und so. Eins heißt noch Jeff Bezos, wo er dahinter steckt. Jeffrey Bezos. Nee, ich finde es ja gut, dass er das nicht übernimmt. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Ja, weiß man nicht, aber er hat sich jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt, also wenn man immer so sagt, ja, Meinungsfreiheit, ganz groß, aber nicht danach handelt, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das stimmt. Wir hatten ja die Story mit dem Typen, der irgendwie die Flugrouten gepostet hat und so, öffentliche Informationen gepostet und dann mit Klage gedroht wurde.
Das hat halt nichts mit einem freien Twitter zu tun. Aber man kann es nicht Meinungsfreiheit ist wissen. keine Einbahnstraße. Das vergessen viele oder verwechseln Meinungsfreiheit mit Meinungshoheit. Das ist ja immer bei der AfD so, dass sie immer rumheulen, wenn man ihnen widerspricht. Da haben wir die AfD. Ja. Zack. Du hast es gesagt. Damit ist alles Selbstlobend. ausgesprochen in diesem Podcast. Wir hatten Wrestling durch diese Asiatin da, Hanna und Nana. Stimmt. Und damit ist das eine runde Sache. Ich habe Falco nicht erwähnt. Aber ich im Vorgespräch. Ach so, Außerdem stimmt. habe ich gesagt, Falco ist dein Gott. Ach so, stimmt, du hast recht. Gab es gerade eine Falco-Meldung? Eigentlich nicht, nee. Mach der mal wieder, es Es tropft ja was, gibt ja. nur einen richtig lustigen Instagram-Account über Falco, wo sie so alte Interviewausschnitte zeigen, so als Reels quasi, die witzig sind, wo man so ein bisschen auch an die jungen Leute das weitergibt. Und es ist interessant, wie krass seine Videos noch geklickt werden bei TikTok, Instagram, YouTube. Glaubt man gar nicht, bei so einem alten, toten Künstler. Auf jeden Fall, Co. Ja. Auf jeden Fall, Co. Was geben wir der Woche? Sind wir schon durch? Ich dachte, nee, wir haben doch erst so irgendwie 28 angefangen oder so. Echt? Ich war jetzt voll auf. Warte. Tino, ich Warte, schau warte, nach. warte. Sag den Leuten nochmal, dass du Migräne hast. Schau mal nach. Und ich kann auch erzählen, dass es noch ein Gerichtsurteil gab. Ein Mann sollte in Quarantäne wegen Affenpocken und hat dagegen geklagt, weil er sagte, man kann die ja eh nur bekommen, wenn man Sex mit Männern hat. Aber die haben halt gesagt, nee, du kannst auch Affenpocken bekommen, wenn du nicht Sex mit Männern hast. Du kannst auch so, wenn du jemanden umarmst oder so. Ja, das hat er verwechselt Affenpocken mit bekommen. Affenpoppen. Wahrscheinlich, ja. Also wir sind durch tatsächlich, Echt? Tino. Ach Ja, krass, da hätte ich hatte nicht ich nämlich gedacht. richtig gutes Zeitgefühl. Ich habe ja auch leider nichts aufgeschrieben. Es ist bestimmt noch mehr die Woche passiert. Ich hatte irgendwie so drei, vier Sachen, wo ich dachte, Alter, das ist ja richtig geile Meldung, müssen wir besprechen, die ich mir aber wahrscheinlich alle nicht aufgeschrieben habe, weil ich irgendwie unterwegs war. Geil. Ich würde auf eine 5 gehen. Aber da sind so viele Leute gestorben, Ja, Tino. eben, die heben das so ein bisschen an, aber der Rest war doch irgendwie langweilig. Boris Okay, Boris Johnson, Johnson, okay. hallo. Ja, gut, es ist aber auch jetzt eine Ankündigung, er ist ja noch nicht abgetreten. Ja. Dann vielleicht eine 6. Also für mich. Aber du kannst auch gerne eine Zahl reinschmeißen, wir können dann die Ja, Mitte also wählen. 6 fühlt sich für mich emotional gerade solide an. Ja. Ich meine, das Attentat auf den Asiaten ist halt schon, da würde ich fast auf 6,5 gehen, weil ich war halt schon mal in Japan. Aber es ist halt auch nur Japan, weißt du, wäre es jetzt Merkel gewesen. Wobei in so einem Land wie Japan mit einer echten Null-Toleranz-Politik ist Ja, es schon noch. es ist eine absolute, ich will nicht sagen Sensation, aber unprecedented. Dann gehen wir gerne ein bisschen höher. Und auch Ja, diese 6,5, das TikTok-Challenge reicht. ist doch auch okay. Genau, guck doch mal, das war die Woche der Toten. Wir widmen diese Woche allen toten Leuten, kann man sagen. Ja. Und ich will noch mal sagen, ich habe Außer echt. diesen beiden Mädchen, weil das war Darwinismus. Ich will Nein, noch. aber jetzt ganz ehrlich, also die Eltern können doch nicht ihren Wenzern TikTok geben. Das ist doch dumm. Nein, die kennen das vielleicht nicht. Das ist Mit 8, so eine Alter. fehlende Medienkompetenz, was ich auch vielen Leuten vorwerfe, die in der Querdenker-Szene sind. Die raffen nicht, was Fakes sind und können nicht unterscheiden, was echte Nachrichten sind. Und es ist einfach nur fehlende Medienkompetenz. Weil so unsere Generation, die jetzt so ungefähr Und das war auch fehlende Mädchenkompetenz. Mädchenkompetenz, genau. Aber so zwischen Mitte 20 und Mitte 30, wir sind eben groß geworden mit dem Internet, ja, und können ungefähr abschätzen, was so real, was nicht real ist. Ja. Aber so die ganzen über 50-Jährigen Man. auf der Straße raffen halt nicht, dass Bhakti und diese ganzen anderen Leute halt keine Experten sind, dass sie halt nur Fake News verbreiten. Man muss halt erst dreimal von einem Fremden aus dem Internet vergewaltigt worden sein, bevor man die Gefahren des Internets richtig einschätzen kann. Ist so, meine Meinung. Und ich will auch mal Und sagen da sind hier, wir durch diese heiße Schule. ich habe mich schnöselig vorhin geäußert wegen der Obdachlosen. Ich wollte nur damit sagen, dass es halt sehr viel für mich war. Ich kenne das nicht aus Weimar, ne? Da kommst du dahin, bist eh schon hundemüde, bist kaputt, hast noch 3 Stunden auf der Uhr, bis der Zug kommt und wirst eben alle 5 Minuten von Leuten angesprochen. Es ist schon anstrengend. Also das darf man schon sagen. Natürlich ist es auch irgendwie traurig und schade für die Leute. Aber die sollen mich nicht ansprechen. Die sollen mal Ja, schön ihr doch. trauriges Leben für sich Ja, behalten. doch, sie können das machen und es ist ja auch alles irgendwie so, sie brauchen ja auch wahrscheinlich die Hilfe und so, aber irgendwie ist es auch für eine Person wie mich, ich bin ja auch nicht reich, ich kann denen auch nicht wirklich helfen, weißt du? Und klar kann ich einen Beitrag leisten, wie eine Pfandflasche geben, noch einer Person ein Wasser geben. Ich habe auch schon Dinge getan so in der Richtung, aber irgendwie war das an dem Abend für mich so, ach Gott, ich will echt nur gerade meine Ruhe haben, weil ich kaputt bin und müde bin. Das will ich damit ausdrücken. Das Ich ist okay. will jetzt nicht hier wirken wie Christian Lindner und Friedrich Merz. Ich schon. Okay.
Unsere Playlist, jetzt zum Schluss noch. Robin, was fügst du in die Playlist ein? Sunflower heißt das Ding. Frag mich nicht von wem. Kannst ja mal gucken, ob du es findest. Ja. Ich habe es mir am PC runtergeladen. Also ich könnte es auch in einer Minute rausfinden, falls du es nicht findest. Post Malone? Post Malone? Nee. Ach, das ist nicht... Warte. Sprich mit den Leuten. Also Sunflower. Harry Styles. Nein. Rex Orange County. Was? Doch, warte, das ist es. Ja? Ja. Rex Orange County, yes. Sunflower. Sunflower, ein bisschen was Uplifting für die ganzen Toten diese Woche, Leute. Nice, wo ist jetzt diese Liste? Diese, hier, Brenner und Untermusik. Von mir kommt natürlich The Chats in die Liste. Mhm. Die hatten nämlich so, naja, wie kann man sagen, so ein paar virale Hits gehabt. So zwei, mit denen sie bekannt geworden sind. Und ein Song davon heißt Smoko. Und echt, gönnt euch mal ihren Punkrock. Der Song ist recht kurz. Und dieser australische Dialekt, ja, ich finde ihn so riesig. Oh. Also Smoko von The Chats, Brenner als Untermusik und von, ja, wo ist es denn? Sunflowers von Rednecks. Nee, von Orange Rex County. Orange County. Rednecks, Alter. Jetzt haben wir schon 6 tolle Songs. Ready to come from, ready to go, ready to come from, good night, Joe. Sunflower, schön. Aber noch eine lustige Anekdote. Irgendwie hat mein Bruder gemeint am Wochenende, dass irgendein Song bei Spotify nicht mehr verfügbar ist von irgendeiner Band, die er gut findet. Wahrscheinlich, weil der es in Bezug hat zu Hitler und so und weil die ihn halt kritisieren. Hitler ist auch nicht mehr verfügbar. Eben. Schade. Und da habe ich gesagt, also als würden die Hitler bei Spotify irgendwie blockieren. Und da habe ich halt einen Song gefunden, der heißt Heil Hitler, ja, ja, ja. Von Ronald Frankau. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem bei Spotify ist. Hm. Bei Instagram gibt es auch keine Probleme, was Musik angeht, solange Gigi Allen mit seinen ganzen Songs und Lyrics da, die auch eingeblendet werden, noch vertreten ist, sollte das safe sein. Oder Gigi Anderson. Ja. Gut, dann, liebe Leute, apropos Musik, ich höre gerade welche. Ich auch. Ziemlich laut, muss ich sagen. Ich werde jetzt gleich auf dem Weg in die Stadt, werde ich die Brennholz unter Musik Playlist hören. Ich versuche die mal diesmal wieder zu verlinken. Genau, mach das und rettet die Wale, hört Podcasts, seid vernünftig, lasst euch impfen und trinkt nicht so wenig Alkohol. Trinkt mehr Wasser. Ich mach grad nicht.